Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Die Autobahnrampe in der zweiten Version hat ja wieder, sagen wir mal, ein bisschen Staub aufgewirbelt in den Kommentaren. Viele Leute fanden es okay, aber auch sehr viele Leute fanden es wirklich absolut nicht okay und waren der Meinung, das muss nochmal umgebaut werden. Und nach ein bisschen Nachdenken und nachdem ein bisschen Zeit vergangen war, habe ich mich nochmal der Sache hier angenommen, weil ich war natürlich auch nicht zufrieden mit dem Zustand. Serpentinen, ja, ist auch okay, aber das war doch ein bisschen zu viel des Guten. Viel zu enge Kurven und auch die Gesamtform hat irgendwie, das war einfach nicht stimmig, deswegen habe ich einfach einen Vorschlag aus den Kommentaren aufgegriffen, und zwar dieses T-Stück, also das Autobahndreieck, einfach an eine andere Stelle zu setzen. Und das habe ich jetzt mal versucht umzusetzen. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was dabei rausgekommen ist. Fand ich sehr gut, die Idee. Bin ich irgendwie selber gar nicht drauf gekommen, dass ich ja einfach das Autobahndreieck auch an eine andere Stelle platzieren kann. Wichtig war mir nur, die Autobahn hier praktisch in die rechte Richtung, was ihr gerade gesehen habt, noch weiter zu führen, irgendwann dann. Und mit diesem Layout funktioniert das halt. Jetzt kann man diese ursprüngliche massive Rampe hier einfach relativ gemäßigt, sagen wir mal, hier runterführen, ohne dass die ganzen Fahrzeuge hier massiv runtergebremst werden auf 40 km/h oder so. Die werden zwar trotzdem etwas langsamer werden, aber das ist alles noch im Rahmen. Und dann habe ich mal langsam angefangen, das Ganze hier wieder anzuschließen und zusammenzubauen. Die Wanderwege, die hier ursprünglich mal lagen, habe ich auch wieder zusammengebaut. Und so hat sich dann eben hier, sagen wir mal, die Autobahnrampe in Version 3 entwickelt. Und ich hoffe mal, dass ihr damit einigermaßen zufrieden seid, weil ich glaube nicht, dass es noch eine Version 4 geben wird. Das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Aber so bin ich ehrlich gesagt schon ziemlich zufrieden. Die Geschwindigkeiten passen. Wir schauen uns das direkt hier einmal im Schnelldurchlauf an, hängen uns mal an einen LKW dran. Der fährt hier ab. Und dann geht es hier die neu gebaute Rampe hoch. Hier ist er noch mit 100 km/h unterwegs. Schön auf der linken Spur, versteht sich. Und hier geht er halt mal runter auf kurzzeitig 60 km/h. Aber damit kann ich ehrlich gesagt leben. Hier wird er auch nicht wirklich langsamer als 80 km/h. Also das, so finde ich es wirklich in Ordnung. Und das T-Stück, also das Autobahndreieck, einfach an eine andere Stelle zu packen, war eine hervorragende Idee. Also vielen Dank nochmal für die Anregung. So, dann habe ich mich direkt noch drum gekümmert und habe hier einfach ein bisschen Kulisse noch geschaffen in Form von größtenteils Landwirtschaft. Denn das soll ja auch alles nach was aussehen. Habe mir viele Feldwege angelegt und viele Felder aufgepinselt. Das machen wir jetzt mal hier im Schnelldurchlauf, bringen wir das alles über die Bühne. Und so wird der ganze Bereich hier sozusagen urbar gemacht. Die ganzen Wälder gerodet und alles durch Landwirtschaft ersetzt. Also nicht ganz alles komplett, aber größtenteils. Und relativ schlicht gehalten, wie gesagt, das ist jetzt eher nur so eine Kulisse, einfach wird nicht sonderlich detailliert werden. Einfach damit das im Hintergrund gut aussieht. So viele Felder aufgetragen. Da kamen ja auch einige neue Texturen dazu in der letzten Zeit. Auch durch NEP zum Beispiel die neuen Weizenfelder. Ich glaube, das sind jetzt hier die NEP-Weizenfelder. Ist natürlich auch deutlich besser anzusehen als diese knallgelben Dinger. Die werden in Zukunft auch Geschichte sein. Naja, und so habe ich eben hier relativ viel rumgepinselt. Ihr kriegt hier nur einen kleinen Ausschnitt zu sehen und dann werden wir uns gleich nochmal kurz einem anderen Thema widmen, das thematisch jetzt hier auch ganz gut reingepasst hat. Und hier nehme ich jetzt auch größtenteils diese Feldwege her, die ihr hier sehen könnt. Die sind eben auch befahrbar, also da kann ich auch noch Traktorlinien drauf schicken.
damit wir hier auch noch ein bisschen Bewegung reinbekommen. Und dann wird hier noch ein bisschen großzügiger einiges an Gebüsch aufgetragen, hier mit dem Baumpinsel einfach schön drüber gepinselt. Das geht alles relativ flott von der Hand. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ich würde sagen, das kann man so stehen lassen. So, kleine Überprüfungsfahrt hier nochmal. Mit diesem verrückten MAN-Fahrzeug. Und dann fahren wir hier nochmal hin, wo ich ja auch schon hier so einen Tunnel vorbereitet habe. Hat mir auch noch nicht so ganz gut gefallen, also gehen wir da nochmal kurz dran. Und fügen hier einen kleinen Steinschlag, na, wie sagt man, eine Steinschlaggalerie hinzu. Deckel drauf, fetter Betondeckel oben drauf gepackt. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier noch ein vernünftiges Tunnelportal dazu bekommen. Und dann haben wir nämlich auch einen ziemlich langen Autobahnausschnitt oder Abschnitt schon in einem sehr guten Zustand. Und dann können wir da auch direkt heute nochmal eine kleine Mitfahrt auf der Autobahn machen. So, Deckel drauf, abgestützt das Ganze. Und dann ist das schon mal gar nicht so verkehrt. Schranken habe ich da noch hingebaut. Habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwo genau so gesehen, wenn halt Tunnelsperrungen vorliegen zum Beispiel, dass da die Schranken runtergehen. Im Nachhinein betrachtet, eine Ampel hätte noch ganz gut gepasst. Das werde ich vielleicht einfach noch hinzufügen. Eine Blitzersäule habe ich hier noch aufgestellt, direkt vor dem Tunneleingang. Macht ja auch durchaus Sinn. Und viel eben wieder mit dieser neuen Vegetation von Mario Tator hier rumgepinselt. Muss man sicherlich auch ein bisschen aufpassen wegen der Performance. Aber ich mache das halt jetzt auch nicht flächendeckend, sondern da, wo es halt einen guten Effekt hat. Ich versuche das auch immer alles schön ein bisschen bunter zu gestalten hier. Ihr seht schon selbst, ich mische hier viel durcheinander. Und das macht halt schon einen großen Unterschied, wenn man sich das anschaut. Sieht schon verdammt gut aus. Okay. Die Umbaumaßnahmen kurz und bündig abgeschlossen. Und hier haben wir jetzt nochmal die Gesamtübersicht über die Version 3 der Autobahnrampe, der viel gescholtenen Autobahnrampe. Die hat auch eine Reise hinter sich. Also das habe ich extrem selten, dass ich so einen großen Bereich habe, den ich wirklich dann auch mehrmals komplett umbaue. Bin ich sowieso kein großer Freund davon, also wirklich so von großen Umbaumaßnahmen. Bin immer eigentlich ganz happy, wenn ein Bereich einfach abgeschlossen ist und ich dann nicht nochmal so gewaltig dran muss. Aber hier war es dann schon notwendig. Und also da die ganzen Kommentare, da hattet ihr schon recht, dass das auch in der zweiten Version einfach noch nicht wirklich der Bringer war. Aber so bin ich ehrlich gesagt zufrieden mit der ganzen Geschichte. Ich denke, so kann man es dann schon stehen lassen. Gut, wir schauen uns hier nur so ein paar Perspektiven an rund um diese ganze, um diesen ganzen Neubau. Und dann werden wir hier nochmal eine kleine Runde drehen. Unterwegs auf der Autobahn. Und das Rollmaterial, also auf der Straße, muss ich auch, glaube ich, nicht extra noch hervorheben. Das ist jetzt mittlerweile auch echt sehr vielfältig geworden. Es gibt viele LKWs, es gibt viele Busse. Gerade auch der gute SM1 hat riesige Pakete an LKWs gestaltet mit ganz, ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Also auf der Straße ist einiges los mittlerweile. Hier haben wir eben nochmal diese Steinschlaggalerie. Wirkt ein bisschen niedrig, aber die Fahrzeuge passen schon alle noch gut durch, mit einigermaßen viel Luft nach oben. Auch dieses fette Baufahrzeug werden wir natürlich noch zum Einsatz bringen, wenn es dann thematisch darum geht, Baustellen umzusetzen auf der Karte. Und hier nochmal ein weiteres Mal die Gesamtübersicht inklusive der Strecke Richtung Enzberg hoch. Der obligatorische Railjet darf natürlich nicht fehlen. Nur deswegen habe ich die Perspektive hier noch mit eingebaut. So, und dann habe ich einfach direkt ein neues Fahrzeug bestellt. Und wir
fahren mal los. Drauf auf die Autobahn. Hier noch ein paar Unschönheiten. Das Gras, was durch den Beton hindurch wuchert, durch den Asphalt. Und dann werden wir mal eine etwas längere Strecke hier auf der Autobahn bleiben. Das ist jetzt auch noch ein Bereich, der noch nicht wirklich zu 100% fertig geworden ist hier, ne? Also ist auch alles noch sehr viel Work in Progress. Wir sind gerade so, haben den Stadtrand von Innsbruck verlassen. Kurz hinter Innsbruck Süd sind wir auf die Autobahn gegangen. Passieren hier mal den Tunnel, bleiben dann so ein bisschen parallel zur Bahnstrecke und dann geht es eben direkt auf diesen, den Umbau drauf. Im Hintergrund kann man es auch ganz gut erkennen, hier einer der Güterzüge, der sich da hochschlängelt Richtung Enzberg. Und ursprünglich war hier ja dann so auf der Höhe ungefähr das Autobahnkreuz. Und das war wirklich eine sehr gute Lösung, das einfach zu versetzen. Und nebenbei bemerkt, ja, es ist ein geiles Fahrzeug. Ich glaube, das ist von Huge Dragon. Der macht immer solche, also immer, der hat so einen ganz speziellen Stil einfach bei seinen Mods. Mit diesem komischen baumelnden Pony hier. Ich finde das schon ziemlich cool. Der Burger und der Drink, die da auf der Ablage sind. Also ich glaube mal, wenn wir dann mal wieder so eine Urlaubsgeschichte demnächst irgendwann veranstalten werden, wir haben ja schon eigentlich genügend, sagen wir mal, Örtlichkeiten, die wir da aufsuchen können. Wenn da vielleicht noch ein Campingplatz dazukommt oder so, dann können wir das wirklich gut machen. Ich glaube, dann werden wir mit dem hier fahren. Den gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Sogar noch mit dem Anhänger hinten dran. Das ist schon ein massives Teil hier. Der dürfte gerade so hier unter der Brücke. Also ich glaube, da fliegen wahrscheinlich die Funken am Dach, wenn der hier durchfährt. So, dann mal hier die neue Rampe hoch. Schön natürlich immer auf der linken Spur, ganz klar. Auch wenn die Kiste nur 100 km/h schafft. Der König der Straße hier. Ich weiß gar nicht, das könnte ich wahrscheinlich auch noch lösen, dass die zumindest in weiteren Abschnitten einfach auf der rechten Spur fahren, indem ich noch ein paar Wegpunkte mit in die Linie einbaue. Muss ich mal ausprobieren. Das müsste eigentlich funktionieren. Ist natürlich ein bisschen merkwürdig, wenn wirklich gerade die ganzen LKWs, Betonmischer und so weiter alle auf der linken Spur fahren. Ah, jetzt hat er einen Spurwechsel gemacht. Okay, gut. Ja, das ist so eine Geschichte mit langen Autobahnlinien. Das bedarf dann immer noch so ein bisschen Feintuning mit Wegpunkten und so weiter. Aber ist jetzt auch an der Stelle nicht so wichtig. Ja, ich denke, so passt das. Also mich hat er bei der Version 2 nicht nur die Gesamtform gestört, was wirklich nicht so gut gepasst hat, sondern auch einfach die Tatsache, dass die ganzen Fahrzeuge dann so langsam werden in den Serpentinen. Und das war einfach ein bisschen zu viel des Guten. Aber so ist das wirklich in Ordnung. Auch die Steigung hier war ein deutliches Stück steiler vorher, ist auch ein bisschen entschärft. Und dann geht es hier vorne gleich nochmal in den Tunnelneubau hinein. Auch alles schön noch mit Leitplanke ausgestattet. Einige Verkehrsschilder noch aufgestellt hier in dem ganzen Bereich. Hier ist die Blitzersäule und dann geht es hier in den Tunnel hinein. Okay, ein bisschen höher hätte ich das Ding vielleicht ansetzen sollen. Noch 1-2 Meter höher. Aber ich denke, das ist schon in Ordnung so. Okay, dann sind wir einmal durch den ganzen Bereich hindurchgefahren. Aber wir fahren noch ein bisschen weiter.
Wir drehen noch eine kleine Runde, kleine Spazierfahrt an der Stelle. Bietet sich ja an, deswegen fahren wir hier mal runter. Und dann geht's nochmal kurz Richtung Enzbergkogel. Auch hier wuchert relativ viel Gras durch den Asphalt durch. Muss ich einfach nochmal mit dem Texturenpinsel dran gehen, um das zu korrigieren. Sehr schön hier mit Blick auf das Enzbergtal. Hier der kleine Aussichtsparkplatz, den hat man auch schon bei irgendeiner Mitfahrt mal. Zu dem Thema wird es auch wahrscheinlich direkt in der nächsten Folge nochmal ein bisschen was Bastelmäßiges geben mit Aussichtsparkplatz und auch mit ein bisschen Serpentinenbau. Eine alte Mautstraße ist kurz vor der Fertigstellung. Ich schätze mal, dass wir jetzt auch in die nächste Folge alles reinschaffen. Also wir werden mal noch eine weitere Folge praktisch beim Thema Straßenbau bleiben. Auch hier den ganzen Bereich habe ich jetzt nochmal ein bisschen mit dieser neuen Mariotator-Vegetation aufgewertet. Also so langsam habe ich da auch eine ganz vernünftige Mischung gefunden. Denke ich mal. Aus verschiedenen Gräsern hier und immer wieder ein paar von den bisschen Raps auch mit reingemischt. Um ein paar so nette kleine Farbtupfer noch zu bekommen. Also es ist fast schon gerade von der Optik her, wenn man halt jetzt irgendwie eine Straße oder auch einfach eine Bahnstrecke entlang fährt, schon eine kleine Revolution, ne? Die Vegetation, das hat die Sache halt echt nochmal deutlich aufgebohrt. Schon sehr, sehr cool. So, und dann haben wir hier nochmal Enzbergkogel erreicht. Da werden wir jetzt einfach kehrt machen. Und zwar genau hier. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal aus der anderen Richtung an und fahren nochmal ein Stückchen mit. Sehr schön. Bisschen Bahnverkehr hier noch zu sehen. Ich hoffe, das Pony macht euch nicht zu sehr wahnsinnig. Ich habe mich daran gewöhnt, ich nehme es gar nicht mehr wahr, ehrlich gesagt. Ihr dürft einfach nicht hinschauen. Auch erstaunlich, dass der Burger nicht verrutscht ist. Und hier dieser Drink, der da auf der Ablage steht. Gut, dann schlängeln wir uns hier wieder so ein bisschen hoch. Und dann düsen wir nochmal ein Stückchen über die Autobahn drüber. Hier auch schön zu erkennen, diese ganze Vegetation, die ich hier nochmal drauf gepinselt habe, am Straßenrand. Es macht einfach den Unterschied. Bin großer Fan von der Geschichte. So, dann wieder rauf auf die Autobahn. Und wir fädeln uns wieder in den laufenden Verkehr ein. So, auf der Seite müsste ich eigentlich auch noch mal ein bisschen was machen hier mit dem Tunnelportal, ne? Da habe ich den Tunnel durchgezogen und ansonsten nichts gemacht. Sieht auch noch ein bisschen lieblos aus. Aber auf der anderen Seite des Tunnels, das ist alles in einem ganz vernünftigen Zustand hier. Okay, dann werden wir hier auch gleich nochmal einen kleinen Abstecher nach Enzberg machen. Also wir dehnen diese ganze Rundfahrt einfach so ein kleines Stückchen aus.
Der ganze Bereich gibt das ja durchaus schon her, dass wir uns hier nochmal ein bisschen umschauen. Und jetzt haben wir auch dieses fette Baustellenfahrzeug direkt vor uns. Das ist irgendwie so eine Art... Ja, wie soll ich sagen? Der kann halt dieses Ding, diese Vorrichtung, die er da drauf hat, ziemlich lang ausfahren. Und dieses Rohr, was da mit dranhängt, das ist dazu gedacht, um Beton halt zu... Naja, wie sagt man, zu verteilen. Also für große Baustellen mit hohen Gebäuden zum Beispiel. Und den gibt es natürlich auch als statisches Objekt. Kann man eben hinstellen, dann auch in der ausgefahrenen Variante und damit in Kombination mit diesen ganzen anderen Baustellen-Assets wie Baukränen und Rohbauten und so weiter kann man natürlich auch einiges veranstalten. Okay, dann machen wir hier, wie gesagt, kleinen Abstecher hier nochmal nach Enzberg. Das war also ziemlich die erste Ortschaft, die ich fertiggestellt habe hier. Auch da bin ich natürlich mit diesem ganzen Gebüsch nochmal dran gegangen und habe da stellenweise ein bisschen aufgewertet. Und dann drehen wir hier nochmal eine Mini-Runde durch die Ortschaft. Ja, es ist ein bisschen eng teilweise hier. Der schert halt vorne auch ganz schön weit aus, die Kiste hier, mit der wir gerade unterwegs sind. Das dürfte ein bisschen Flurschaden verursacht haben hier. So, hier mal ganz kurz auf den Parkplatz. Da vorne sind ja Altglascontainer, da können wir hier ein bisschen unseren Müll entsorgen, den wir mit an Bord haben. So, ganz kurz stehen bleiben und direkt weiter. Dann verlassen wir Enzberg wieder. Und fahren nochmal weiter auf die Autobahn Richtung Enzbruck. Und ich denke, das Ganze werden wir dann heute in Enzbruck Süd enden lassen. Hier nochmal schön am Bahnhof vorbei. Viele Taxis. Ja, ich weiß. Wurde, glaube ich, auch angemerkt in den Kommentaren. Vor längerer Zeit schon. Aber es ist einfach eine Touri-Region hier. Und da kommen ja auch noch irgendwie diverse, weiß nicht, Alpenressort habe ich noch geplant. Irgendwas in der Richtung. Diverse Hotelanlagen kommen da schon auch noch dazu. Also das wird irgendwann dann schon gerechtfertigt sein. Und hier der THW-Wagen nochmal, der blaue gerade eben, den man gesehen hat. Das ist auch ein ganzes Paket. Ich glaube, es ist der G-Benz, wenn mich nicht alles täuscht. Also Geländewagen, Mercedes-Geländewagen, auch in verschiedenen Varianten. Und da gibt es auch eine ganz interessante Variante. Das ist eine Militärausführung. Das ist halt eine offene Variante und die werde ich auch noch in eine der nächsten Folgen mit einbauen. Eignet sich hervorragend für so Mitfahrten. Einfach hinten auf der Pritsche draufstehen, das ist ziemlich cool. Ich denke, das werden wir gleich in der nächsten Folge machen. Wenn es dann ja um diese Mautstraße nochmal gehen wird, dann passt das natürlich wunderbar, dass wir uns da hinten draufstellen auf die Ladefläche. Einiges los hier an LKW-Betrieb. Und zurück auf der Autobahn und eben diese ganze neu gebaute oder umgebaute Rampe nochmal aus der anderen Richtung befahren. Bis runter ins Tal zum Stadtrand. Und eigentlich haben wir in der heutigen Folge schon sowas wie eine kleine Urlaubsfahrt oder zumindest mal, sagen wir mal, einen Tagesausflug. Kurz mal in Enzberg-Kogel vorbeigeschaut, kurz mal in Enzberg vorbeigeschaut. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn das Autobahnnetz, das ist ja jetzt nur ein ganz kleiner Abschnitt gewesen, wenn das Autobahnnetz mal ein bisschen weiter vorangeschritten ist, da kann man auch wirklich richtig lange unterwegs sein. Also ich denke mal noch deutlich länger als auf der letzten Karte.
Da hatten wir ja auch schon mal diese Urlaubsfahrt mit dem Wohnmobil, was sich ja auch über 2 Folgen erstreckt hat. Wo wir, glaube ich, eine knappe Stunde Fahrzeit hatten. Ich denke mal, hier wird das alles noch ein bisschen länger dauern. Ja, ich sehe mich schon Weihnachten 2021 immer noch dran sitzen. Auch wenn das eigentlich nie der Plan war. Schauen wir mal. Gut, dann hier nochmal eingefädelt, zurück eingefädelt durch das Autobahndreieck hindurch. Und Endspurt Richtung Enzburg Süd. Was mich tatsächlich ein bisschen stört an dieser Autobahn, fällt mir jetzt gerade erst auf, sind so diese komischen, ja, diese Metallstangen hier. Ich hätte, also ich, eine Version ohne diese Metallstangen und nur mit der Leitplanke fände ich fast noch ein bisschen schöner. Aber ich denke mal, nachdem das eh schon konvertiert wurde, einen Umbau wird es da nicht nochmal geben. Oder ich versuche nochmal einen anderen Straßentyp abschnittsweise hier mit einzubauen. Ich meine, an sich ist dieses Autobahnpaket cool. Mit den Autobahndreiecken und Autobahnkreuzen und mit den Auffahrten, mit den Zubringern, das ist schon alles wirklich eine coole Geschichte. Aber das stört mich so ein bisschen hier, diese ganzen komischen Pfosten hier in der Mitte. Aber gut, das nur am Rande. Oh, der Kollege bremst uns hier so ein bisschen aus. Hier rechts an der Strecke wäre sicherlich auch nochmal ein Gleiszaun und einfach eine Leitplanke. Eine ganz gute Idee. Dann kann man hier nochmal ein paar Blicke auf das Kraftwerk erhaschen. Bin ich aber in der Zwischenzeit auch nicht mehr weitergekommen. Das muss halt noch mit Details versehen werden. Ja, das sind halt lauter so Baustellen, die ich irgendwann noch im Urlaub eröffnet habe. Und irgendwie so zu 70% fertig gebaut. Nur die Details eben weggelassen. Und davon habe ich noch eine ganze Menge auf der Festplatte rum oxidieren. Aber wird auch noch eine ganz nette Geschichte. Ist ja auch ein Thema, was man so ein bisschen weiterspinnen kann, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Dass man dann eben von diesem Kraftwerk ausgehend dann schön auch ein paar Stromleitungen wegspannt. Über die Karte, kreuz und quer. Gleisanschluss hat das Ding natürlich. So, und dann erreichen wir Enzburg Süd. Hier fehlt natürlich auch noch das Ortsschild zum Beispiel. Und auch ansonsten ein paar kleine Details hier und da. Aber passt schon. Ist ja alles eine Baustelle hier noch. Auch mit diesem Fluss werde ich natürlich noch ein bisschen mehr veranstalten. Und hier jetzt in Bahnhofsnähe. Das ist natürlich alles schon deutlich detaillierter. Und nett anzusehen, wie ich finde. Da ist ja auch dieses kleine Lokdenkmal da vorne dann gleich zu sehen. Einkaufsmöglichkeiten, links der Bahnhof. Und hier das kleine Denkmal. Hier an der Feuerwache nochmal vorbei. Und da ist tatsächlich auch gerade passenderweise die Loküberstellungsfahrt an dem roten Signal. Dann gehen wir da auch nochmal kurz dran mit der Kamera. Lassen die Kiste hier mal stehen. Beziehungsweise steigen aus und dann sieht man das Monstrum hier nochmal. Ja, das ist schon ein fieses Fahrzeug. Aber ich würde sagen, standesgemäß, wenn wir eine Urlaubsfahrt machen, dann auf jeden Fall mit dem schön brachial unterwegs. So, und da sieht man jetzt eben hier 2 abgebügelte Loks im Zugverband, die einfach mitgezogen werden.
auch vorbildlichst hier, muss man sagen. Regionalverkehr, Personenverkehr wird vorgelassen. Die Loküberstellung darf warten. Metronom, Lok, Zuglok habe ich hier mal mit eingespannt, die ME 146. Metronom wurde sich natürlich mittlerweile auch schon wieder mehrfach gewünscht. Passt halt meines Erachtens nicht so ganz auf eine alpine Karte, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber dann wurde mir tatsächlich berichtet, dass der mal als, wie sagt man, Ersatzzug auf der Meridianlinie von München nach Rosenheim unterwegs war. Und ist zwar schon eine ganze Weile her, aber siehe da, das stimmt tatsächlich. Also Metronom hat hier mal ausgeholfen, also hier in Bayern, im Münchner Raum. Und von daher kann man den tatsächlich auch mal durch die Gegend fahren lassen. Warum nicht? Ist ja ein schönes Wagenpaket, das ganze Metronom-Ding. Also irgendwann werden wir den hier auch noch auf die Strecke bringen. Die Lok ist schon mal da, wie man sehen kann. Wird gerade Richtung irgendwohin in ein Betriebswerk verbracht. Und die Wagen werden sicherlich auch noch dazukommen. Aber das mit den abgebügelten Varianten finde ich schon mal sehr, sehr cool. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, bislang hat, oder letzte Folge, ich weiß gar nicht mehr, bislang das Problem gehabt, dass mit viele dieser abgebügelten Varianten halt einfach so eine geringe Geschwindigkeit haben, dass man die halt nicht in den Zugverband mit reinpacken kann, weil sonst der ganze Zugverband halt irgendwie mit 5 km/h unterwegs ist oder so. Das ist hier nicht der Fall und es gibt auch noch mehr Varianten, deswegen, das ist schon ziemlich cool. Und so Überstellungsfahrten kann man sicherlich auch noch ganz anders gestalten. Alles ein bisschen bunter gemischt. Es gibt ja diese PBZ-Züge, die wirklich, also wo auch noch kaputte Wagen mit drin sind und alle halt Zeug. Da kann man sicherlich auch noch einiges umsetzen, veranstalten. So, abschließend nochmal hier. Ein letztes Mal nochmal der Blick über den ganzen Umbau hier. Ich hoffe mal, ihr seid zufriedengestellt. Minimale Umbaumaßnahmen könnte ich mir nochmal vorstellen, wenn nochmal wirklich ein guter Kommentar da daherkommt, der irgendwas anmerkt, was man ohne den Radikalumbau nochmal irgendwie verändern könnte. Aber ich bin zufrieden mit der ganzen Geschichte und ich denke mal, das werden wir jetzt einfach mal werden wir so stehen lassen. Ja, hat eine lange Reise hinter sich, mehrere Umbaumaßnahmen, aber ich denke mal, das Ergebnis passt dann schon. Gut, dann sind wir durch für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.